Hallo und herzlich willkommen, Hallo, herzlich liebe willkommen. Aktienfreunde, zu einer echten Wunschanalyse. Und zwar freudiger Anlass: Die Consorsbank hat neue Aktien sparplanfähig gemacht. Und da sind sehr interessante Aktien dabei, unter anderem Danaa, BlackRock, die neue Toolworks und andere. Ich hatte gefragt gehabt hier in der Aktienfinder-Community, welche Aktie ihr gerne analysiert hättet, weil ich konnte mich selbst nicht entscheiden zwischen Danaa, BlackRock und Illinois Toolworks. Hab dann relativ spontan eine kleine Abstimmung ins Leben gerufen und ich fand es überraschend, dass die Mehrheit sich für Danaa ausgesprochen hat, also eine eindeutige Mehrheit hier. Fast doppelt so viele haben sich für Danaa ausgesprochen als für BlackRock. Insofern gucken wir uns jetzt mal Danaa an als Wunschaktie. Das ist eine Wunschaktienanalyse. Und es gibt hier noch andere wirklich interessante Aktien. Die haben auch ihr Angebot an REITs nochmal ein bisschen aufgestockt gehabt. Bis vor kurzem war ja kein einziger REIT sparplanfähig gewesen. Jetzt haben wir immerhin schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Immerhin schon mal 8 REITs. Finde ich eine gute Sache. Falls du übrigens auch anfangen möchtest zu sparen, zu investieren, dann kannst du hier zum Starterpaket greifen und dann kannst du hier beispielsweise die Consorsbank aussuchen und dann gibt es hier noch 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf. Mein Name nämlich Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das ist beides bei Danaa der Fall gewesen und wir sind ja schon im Aktienfinder drin. Kurz noch hier zu meinem Disclaimer. Wo ist er? Hier ist er. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Alles aufs eigene Risiko. Aber ich versuche natürlich hier was Sinnvolles beizutragen, um dir die ganze Geschichte zu erleichtern. Wir sind hier schon im Aktienfinder. Wir werden uns jetzt Danaa anschauen, das Geheimnis des Erfolgs von Danaa. Wir werden schauen, wie Berkshire, die oft in einem Atemzug mit Danaa genannt werden, wie die abschneiden und warum sie so abschneiden, wie sie abschneiden aus Renditesicht. Zunächst aber zu Danaa. Danaa wurde schon in den 60er Jahren gegründet, aber das Unternehmen hieß damals anders und hat mit dem heutigen Danaa überhaupt nichts zu tun. Das heutige Danaa, das wurde in den 80er Jahren gegründet und die Rales-Brüder haben denen den Stempel aufgedrückt. Das sind zwei Brüder, die sich dem Kaizen, dem japanischen Management-Philosophie, verschrieben haben, wo es um effiziente Unternehmensführung, effiziente Produktion geht. Und die Danaa-Brüder haben da ihr eigenes Management-System daraus abgeleitet, das heißt Danaa Business-System. Hier mein Blog Wachstums, nein, mal andere Blog Aktienfinder.net. Ich habe zwei Blogs, Wachstumswerte.net und Aktienfinder.net. Und da habe ich dann parallel auch zu diesem Video schon einen Blogbeitrag geschrieben, also das Danaa Business-System. Das gibt es seit den 80er Jahren und mit diesem Danaa Business-System, das wird benutzt nach wie vor und der Danaa-Konzern kauft andere Unternehmen auf, die in die jeweiligen Sparten, in denen Danaa-Konzern tätig ist, reinpassen, bringen dann diese übernommenen Unternehmen auf Vordermann, integrieren sie in den Konzern und das trägt dann zum Erfolg des Gesamtkonzerns bei und es läuft recht gut. In den 80er Jahren hat Danaa angefangen mit Industrieproduktion und das heutige Danaa sieht nun anders aus. Es gibt in naher Zukunft nur noch drei Sparten. Und zwar zwei Sparten im Gesundheitsbereich und eine Sparte im Umweltbereich. Bei Life Science geht es um die Ermöglichung von Grundlagenforschung im Prinzip, Filtersysteme, Mikroskope, Spektrometer, solche Dinge werden da geliefert, auch an an die Forschung, teilweise auch an die Industrie, gerade Filtersysteme, weil das meiste geht in den Gesundheitsbereich. Diagnostics, das sind mehr oder weniger, so wie ich es verstanden habe, Wegwerfpräparate für Diagnose. Das geht dann an Labore, an Ärzte, also das ist im Prinzip angewandte Medizin, wenn man so möchte. Und dann Environmental and Applied Solutions. Hier geht es um Umwelttechnik. Zum einen um Wasserreinigung und zum anderen um Verpackung, umweltfreundliche Verpackung, die natürlich auch die Marketingaspekte der Unternehmen berücksichtigt, die irgendwas verpackt haben wollen.
Das ist das Danaher von heute und die Margen in diesen drei Segmenten sind relativ stark, sind zwischen 17,2 und 23%. Danaher hat sich jetzt getrennt oder trennt sich jetzt im Rahmen eines, es ist kein Spin-off, heißt irgendwie anders, aber im Prinzip, sagen wir mal, es wäre ein Spin-off, die trennen sich jetzt, also bringen jetzt ihre Dentalsparte an die Börse, sodass es dann in Zukunft nur noch drei Sparten sind. Von der Industriesparte haben sie sich schon länger getrennt. Ich glaube, das war dann 2016 im Rahmen von einem echten Spin-off namens Fortive der Fall. Das heißt also, Danaher ist ein Konzern, der ist ständig im Wandel begriffen, der fokussiert sich auch oft neu und momentan eben diese drei Sparten. Und wenn Sie jetzt Unternehmen zukaufen, dann passen die und kommen diese zugekauften Unternehmen immer in eine dieser drei Sparten rein. Ein großer Zukauf steht an von General Electric und der wird dann in den Gesundheitsbereich integriert. Das ist ein Zukauf für 21,4 Milliarden US-Dollar. Hier steht, die Biopharma-Sparte von General Electric soll erworben werden. Gut, dann gehen wir nochmal hier in den Aktienfinder rein. Berkshire Hathaway. Gucken wir mal kurz die Renditen an von danach. Wenn wir die anschauen, dann sehen wir, dass wir nur 3 Jahre hatten, in denen wir keine positive Rendite erwirtschaftet hatten mit danach als Aktionäre seit dem Jahr 2000, seit dem Jahr 2001, 2005 und 2008 der Fall. Und seitdem haben wir fast immer eine positive Rendite hier noch, ja, hier im Prinzip ja, eine Null. Ja, die Kursgewinne minus 0,28% und Dividende 0,25%. Aber insgesamt sehr positiver Verlauf hier von der Rendite. Kann man also zufrieden sein als langfristiger Investor. Apropos Dividende. Dividende wird ausgeschüttet. Schon seit 1993 wird ununterbrochen Dividende bezahlt. Wenn wir in den Dividendenturbo reingehen, dann sehen wir allerdings, dass die lange Zeit mikroskopisch niedrig gewesen ist, die Dividende. Lag irgendwo bei homöopathisch wäre wahrscheinlich das richtige Wort hier für den Nah, für den Nah. 0,2% irgendwo lag die, also sehr, sehr klein, pro forma Dividende. Dann im Jahr 2014 ist die Dividende angesprungen, dann mal 0,82% erreicht und jetzt ist die Dividende wieder bei 0,44%. In erster Linie hat das dann mit den Kursgewinnen zu tun, die dann die Dividendenrendite nach unten gedrückt haben. Allerdings hat danach auch die Dividende ein bisschen gesenkt gehabt, im Jahr 2016 mal von 16 US-Cent Quartalsdividende auf 12,5 gesenkt. Hat sicherlich zu tun gehabt mit den ganzen Spin-offs, die da gemacht worden sind, unter anderem Fortive. Und kurz zuvor hatten sie die Netzwerksparte, dann haben sie auch von der Netzwerksparte getrennt, also Netzwerktechnologie haben sie auch gehabt. Wie gesagt, sie sind sehr stark fokusgetrieben danach. Das ist anders als bei Berkshire. Berkshire, wenn wir uns mal hier in TradingView.com angucken, wie die beiden Aktien performen, dann sehen wir hier blau Berkshire und das ist dann die B-Aktie, also die günstige Aktie und hier sehen wir dann danach als Benchmark und das fängt hier 1999 an, 20 Jahre also. Da hat Berkshire ungefähr 380% zugelegt und danach knapp 1400%, also die danach-Aktie ist deutlich besser gelaufen als Berkshire. Wie kommt's? Meines Erachtens hat das zwei wesentliche Gründe. Zum einen der fehlende Fokus bei Berkshire und dann das fehlende strikte Management bei Berkshire, jeweils im Vergleich zu Danaher. Danaher hat momentan 24 Unternehmen, habe ich gezählt, auf ihrer Homepage, die in den Konzern vollständig integriert sind, mit Hilfe von diesem Danaher Business System. Wenn wir mal gucken, was Berkshire so hat, dann habe ich hier 65 Tochtergesellschaften und zahlreiche Beteiligungen an Aktiengesellschaften wie Apple, Amazon und so weiter. Wenn man die reinen Tochtergesellschaften sich anschaut, dann findet man da Verlage, Zeitungen, Versicherungen, Nahrung, Textilien, Elektrohandel, Restaurants und so weiter und so fort. Da ist also dieser klare Fokus, den wir bei Danaher haben, der fehlt bei Berkshire vollständig zum einen. Und zum anderen ist mir auch nicht bekannt, dass Berkshire so ein stringentes Managementsystem anwendet, mit dem die Unternehmen einheitlich geführt werden. Was ja sowieso nur teilweise der Fall sein kann. Also bei Tochtergesellschaften, die können geführt werden.
In der Theorie jedenfalls. Wenn wir aber hier nur eine Beteiligung haben, eine Aktienbeteiligung, dann ist das Management nach wie vor fremd. Berkshire ist vielleicht ein Ankeraktionär, aber sie sind dann trotzdem letztendlich nur ein Aktionär von vielen und haben dann nicht den Einfluss, den sie bei einer Tochtergesellschaft hätten. Insofern fehlender Fokus und ja, schwächeres Management, wenn man so will. So erkläre ich mir, dass Berkshire dauerhaft eine schlechtere Rendite erwirtschaftet als danach. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Aktienfinder, gucken wir uns die Bewertung an. Und zwar haben wir ja hier die langfristig steigenden Cashflows und Gewinne von danach. Und wir können ja jetzt mal gucken, wie danach in der Vergangenheit bewertet war, mit welchen Multiples, also KGV und KCV. Kurs-Cashflow-Verhältnis, operativer Cashflow in dem Fall. Und hier sehen wir ja schon die einzelnen Zahlen. Da fällt auf, wenn man auf den aktuellen Stand guckt, dann haben wir ein KGV von 5, von 42,5. In der Vergangenheit lag das KGV meistens zwischen 15 und leicht über 20. Jetzt 42,5, also deutlich über dem Durchschnitt der Vergangenheit. Das KCV ist sogar als Ausreißer markiert mit 28. Das KCV in der Vergangenheit lag bei 10, leicht über 10 und dann erst in den letzten Jahren plötzlich 15, 17, 18, jetzt 28. Das heißt also, wir haben momentan sehr hohe Bewertungsmultiples und auch für das Geschäftsjahr 2020 sehen wir, dass die Multiples runtergehen, aber immer noch deutlich über dem Durchschnitt liegen, dann mit 36 KGV und 24 KCV. Ich habe hier schon mal den Bereich hier markiert, weil hier sind doch relativ hohe KGVs, die wollte ich nicht drin haben für 2.1 und für 2.2. Das waren ja auch Krisenzeiten gewesen. Und wenn wir uns da mal angucken, wie die Aktie bewertet ist, könnt ihr euch schon denken, dass sie hoch bewertet ist. Hier seht ihr übrigens nochmal, dass es ein langfristig sehr gutes Investment gewesen ist, die Aktie. Also wenn wir jetzt mal die Aktienrendite ausrechnen hier, da seht ihr 14% jährlich an Rendite erwirtschaftet. Das ist also eine ja, sehr gute Performance, höher als der durchschnittliche Aktienmarkt definitiv. Und wenn ihr jetzt mal die letzten Jahre anguckt, hier von 2008 bis heute, da werden sogar 21,3% im Jahr an Rendite erwirtschaftet. Ist schon ordentlich. Dann gleichen wir mal die fairen Werte drüber, die wir so berechnen. Und dann seht ihr hier einen Riesenabstand zwischen den fairen Werten und dem aktuellen Kurs. Ihr seht auch jetzt mal ein bisschen näher ran, dass bis Mitte 2016 ungefähr danach fair bewertet war. Und dann hat danach aber ganz schön zugelegt. Die Aktie hat der Aktienkurs sich verdoppelt von $76 auf 153 US-Dollar. Hat sich der Aktienkurs verdoppelt, während die Gewinne und die Cashflows pro Aktie im Prinzip stagniert haben jetzt hier in den letzten Jahren. Hat natürlich auch zu tun mit den Spin-offs, Fortive beispielsweise. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Gewinn pro Aktie oder Cashflow pro Aktie ist halt Gewinn pro Aktie bzw. Cashflow pro Aktie. Schön, wenn man es erklären kann, dass ein Teil vom Unternehmen sich abgespalten hat und dass dadurch dann eben auch Umsätze und Gewinne bei Cashflows verloren gingen. Nichtsdestotrotz, der Aktienkurs, wie ihr hier seht, der hat sich halt verdoppelt gehabt in dem Zeitraum dann hier, also innerhalb von 3,5 Jahren, während die Gewinne und Cashflows sich nicht verdoppelt haben, sondern mehr oder weniger seitwärts gelaufen sind. Und es führt jetzt eben dazu, dass wir hier noch eine relativ große Kluft haben zwischen Aktienkurs und dem fairen Wert. Die fairen Werte sollen weiterhin steigen, weil jetzt Gewinne auch steigen sollen, aber sogar hier basierend auf 2021 der Schätzung, hätten wir dann einen fairen Wert von 104 US-Dollar, was immer noch deutlich unter den 153 US-Dollar liegt. Und kurzfristig hätten wir hier ein Rückschlagspotenzial, wenn man einen fairen Wert nimmt, basierend auf einem Gewinn von knapp 50%. Und das ist schon ziemlich ordentlich. Ich bin mir nicht sicher, weil ich mir nicht sicher sein kann, inwiefern hier die Übernahme von General Electric beispielsweise schon drin ist, der Biopharma-Sparte von General Electric. Das wären dann, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Milliarden Umsatz, wäre sicherlich auch etwas an Gewinn, was dann hier noch dazu kommt. Dann kann es sein, dass vielleicht dann die Prognosen ein bisschen nach oben korrigiert werden. Nichtsdestotrotz,
Ich kann es einfach nicht schönreden, die Bewertung ist einfach sehr hoch von danach. Da wurden also massiv, so sehe ich das, Vorschusslorbeeren vergeben. Also mal gucken, ob der danach das einhalten kann. Sollte man jetzt die danach Aktie kaufen? Also ich würde sie nicht kaufen wegen der hohen Bewertung. Ich glaube, das kam schon recht deutlich rüber. Wenn, dann würde ich über einen Aktiensparplan in die Denar Aktie reingehen, um dann eben vom Cost-Average-Effekt zu profitieren. Falls der Aktienkurs zurückkommen sollte, dann kaufst du ja weiter, wie zum Beispiel deine Rate, zum Beispiel 25 Euro, kriegst dann mehr pro Aktie, weil du eben günstiger kaufst und dann senkst du deinen Durchschnittskurs. Sowas kann man machen. Ich behalte meine Aktien einfach, die ich habe. Ich bin ja long in Denar schon, ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt, relativ lange mit einer kurzen Unterbrechung bei Fortiv. Möchte aber keine Abgeltungssteuer bezahlen. Deshalb behalte ich die Aktie einfach. Insgesamt also ein langfristig erfolgversprechendes Investment, nur momentan zu teuer. Wenn ich entscheiden sollte, danach oder Berkshire, da würde ich allerdings immer danach den Vorzug geben, weil ich dieses Unternehmen für besser gemanagt halte. Berkshire ist halt eine Beteiligung. Das ist halt was anderes wie danach. Die heißen zwar hier beide Holdings, aber danach hat eben Vollintegration ihrer Käufe, ihrer Investments und Berkshire hat es eben nicht, zumindest nicht zu 100%. Insofern würde ich danach den Vorzug geben. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.